Hallo und herzlich willkommen zurück zu Rhythm Heaven The Best Plus. Ich bin der Neue und mache hier jetzt die Vertretung. Nein, Quatsch, natürlich nicht. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen, wie es aussieht. Und ja, ich wollte mal weitermachen, ne? Ist ja ein tolles Spiel und sowas. Und außerdem, ich habe ja bei der letzten Folge aufgehört, die übrigens aufgenommen wurde vor Monaten. Und habe da gesagt, ja, es gibt hier was ich machen wollte. Es ist nämlich so gewesen, ich habe mich schon ein wenig im Voraus informiert über die Minispiele und nun, dieses hier ist eins, da habe ich tatsächlich einen Text drauf dichten können und der ist so süß, den wollte ich definitiv nicht verhauen, deswegen versuchen wir es einfach mal. Ah, ich habe geübt und geübt und geübt und das muss sich jetzt auszahlen. Es ist ein sehr schöner Text. Es ist nicht unbedingt ein lustiger oder sowas, sondern er ist einfach süß. Das Spiel ist ja auch süß. Es geht um ein Bett. So. Hallo, du da mit dem Kissen. Du musst diesen Affen, Kindern, ich glaube, es sind Kinder, die aussehen wie Affen, oh Mann. Du musst denen was nachmachen. So. Oh, man kann springen. Wupp, 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 wupp. Wupp, wupp, wupp. Dim. Wupp, 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 wupp. So, und gleich kommt ein Lied, das auch sehr viel A Cappella mit drin hat. Das ist schön. Es ist nicht alles A Cappella, glaube ich. Nee, ganz und gar nicht. Aber es hat so Männerchor mit drin. Oh, ist das so schön. Und jedenfalls, ich habe mir gedacht, dieses Lied ist so schön, da muss ich unbedingt einen Text drauf dichten. Es ist so schön. Vor allem, ihr werdet es ja sehen und hören und so. Aber erstmal hier. Hoa! Dann schmeißt man da. Da schmeißt man einfach so das Kissen hoch. Hui! So süß. Aber es kommt noch besser. Ich sag's euch. Ich könnte davon schwärmen. Oh ja, genau. Jetzt legen sie sich hin. Oh, das ist so süß. Sie ist so süß. Findet ihr nicht auch? Und die kleinen Kinder daneben, die auch. Oh, die sind alle so süß, so süß, so süß. Ich krieg einen Süßgasmus? Nein. Jetzt geht's los. Habe ich extra einen Text für gemacht. Ah. Mach die Lichter aus und dann mach die Augen zu. Lass den Tag zum Fenster raus und dann schlaf durch bis morgen. Das, was dich erschreckt, lässt dich heute Nacht in Ruhe. Und wenn die Sonne dich dann weckt, dann hast du keine Sorgen. Der Tag ist aus und es ist Nacht. Es wird Zeit. Die Sonne ging schon unter, hast heute so viel durchgemacht, warst bereit, doch bist nun kaum noch munter. Nimm die Decke fest in die Hand und grab dich in dein Kissen ein. Bist du erst im Traumwunderland und kannst du wirklich alles sein? Mach die Lichter aus und dann mach die Augen zu. Lass den Tag zum Fenster raus und dann schlaf durch bis morgen. Träum, was dir gefällt, in deinem Traum entscheidest du. Mache deine eigene Welt und fühle dich geborgen. Gute Nacht. Ist das nicht ein schönes Schlaflied? Wenn euch das gefallen hat, singt es euren Kindern vor oder lasst es euch von euren Eltern vorsingen, je nachdem wie alt ihr seid. Ich finde es auf jeden Fall süß und vor allem so dieses, wo sie dann auf einmal diese Prinzessin ist und die ist so süß. Oh. Da habe ich beim Spielen manchmal Pipi in die Augen bekommen, ehrlich.
Aber es geht noch weiter. Es ist nicht der einzige Song, der hier zu finden sein wird. Ah, mein Koffer ist aufgegangen. Der hält die Hände hoch. Das heißt, die Polizei ist ihm auf den Fersen. Bitte nicht schießen! Nee, ich bin kein Polizist. Und mein Koffer hat überhaupt nichts mit Polizisten zu tun. Und meine Brillengläser sind nicht mit Pupillen gefüllt. Das heißt, ich bin nicht sonderlich erfreut. Und jetzt denke ich scharf nach. Ach, das war gar nicht meine Aktentasche. Das war ja nur ein Buch. Ja, da hast du recht. Und jetzt habe ich beschlagene Brillengläser. Bläh. Siehst du noch was? Ja, du verdammter Typ, du. Und jetzt ist mein Buch wieder aufgegangen wegen dir. Bitte nicht schießen. Würde ich doch nie tun. Hab nicht mal eine Waffe. Ah, jetzt ist ein Glas beschlagen und eins ist... reflektiert so, dass ich nicht durchsehen kann. Ich bin blind. Jetzt bin ich noch blinder. Und jetzt denke ich darüber nach, wie ich nicht mehr blind sein könnte. Hey! Ich kaufe mir eine neue Brille von Vielmann. So. So, das ist meine neue Brille. Glänzt sie nicht schön? Ach, sie war zwar teuer, aber dafür ist sie, kann man sogar durchsehen, wenn man die Augen geschlossen hat. Ich sollte meine Augen vielleicht nie wieder öffnen. Nur um dieses Gefühl noch mehr auszukosten. Ja, das wäre wohl eine Idee. Na, oh, jetzt sind die, jetzt spiegelt sich die Sonne auch in diesen Gläsern. Hätte ich mal lieber noch 20 Euro draufgelegt. Ach, Sonnenspiegelungen sind doch gar nicht so schlimm. Ich meine, hey, Kiddies lieben das, zum Beispiel in Shooter-Spielen. Hast du mal gesehen, wie viel Lensflare die da benutzen? Das ist wirklich so. Hallo, ich bin der orange Afro. Hallo, ich bin der lila Afro. Ja, das sieht man. Warum habe ich mich eigentlich vorgestellt? Das sieht man doch auch. Naja, gibt vielleicht noch ein paar Farbenblinde, die zum Beispiel nicht sehen können, dass der eine Text da rot geschrieben ist. Aber egal, ich glaube, ich habe ein Herz auf der Brust. Deswegen bin ich sehr herzlich. Und wie sieht's mit dir aus? Bist du auch so herzlich wie ich? Übrigens, ich verdecke mein Herz. Das mache ich, weil man soll nicht sehen, dass ich eins habe. Bist wohl eigentlich ein netter Kerl, aber... ja, versteckst deine gute Seite. Du bist einfach nur ein gemeiner Kerl mit einem Herztattoo. Ich kann das leider nicht auseinanderhalten. Ich und gemein! Nimm das zurück oder ich schlag dich! Hä? Halt die Klappe! Und lass uns Liebe machen! Weil ich habe ja ein Herz auf der Brust. Bitte nicht so schnell. Dafür bin ich nicht richtig angezogen. Ach, das macht nichts. Du bist sowieso bald ausgezogen. Tja, also, lass mich ran an den Speck, du. Nö. Bitte. Wenn ich ganz lieb bitte, 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 bitte sage und ganz lange und wenn ich dich damit nerve, dann vielleicht. Das muss ich mir noch überlegen. Nee, ja, eher nicht. Wie wär's, wenn wir dann einfach zu mir nach Hause gehen? Warum sollte ich das tun? Ich hab dich doch gerade abserviert. So, und jetzt haben wir 4 weitere Sachen. Oh, ein Spiel. Im Gleichschritt. Heißt es bestimmt. Nein, das heißt bestimmt gerade was anderes, aber das konnte ich nicht schnell genug entziffern. Ah, das war schon mal falsch. Ja, ich weiß schon, was ich machen muss. Links! Rechts! Es klingt zumindest so. Das klingt wirklich so, als ob er links... oder... also...
ich weiß wirklich schon, wie das geht. Sorry, ich habe das Spiel sogar schon durch. Ich hoffe, es ist okay. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich es schaffen werde. Bis zum Ende. Nee, aber wirklich, als er das für rechts gesagt hat, also... Ich weiß nicht, ob er da wirklich von wo aus er das... Ah, ich verhau das hier gerade, es tut mir leid. Ich kann nicht gleichzeitig reden und erzählen, was ich erzählen will. Das tut mir wirklich leid, das ist schade eigentlich sogar. Also machen wir erstmal hier vor... So, wir haben es geschafft. Nein, was ich sagen wollte, er hat doch und dicke kriegt oder irgendwie sowas gesagt. Keine Ahnung. Und es klang wie links und rechts, aber ich muss rechts drücken, wenn er das sagt, was sich wie links anhört. Und rechts, links lang, wenn er das sagt, was sich wie... ich muss es jedenfalls umgekehrt sagen, machen, wie er es, wie es sich anhört. Ihr hört das vielleicht doch hoffentlich. Also, wenn ihr das nicht so raushört, ja. Ich weiß nicht, wie sich das für euch anhört, aber für mich hört sich das so an, als würde er was sagen, was wie links klingt, wenn man nach rechts sich drehen soll. Und also nicht ganz wie links, also aber eher so. Dass da ein I mit drin ist, auf jeden Fall schon mal. Wie in links. Und bei dem anderen... keine Ahnung. Dass es einen eher an rechts erinnert. Sehr verwirrend. Aber ich hab's ja geschafft. Boah! Ich will auch zur Armee. Tja, da kommen nur die Härtesten hin. Hä? Oh, wir haben wieder ein Perfekt dabei, aber den will ich auf jeden Fall mal machen hier. Munchie Monk ist cool. Das gab's auch schon auf dem DS und da gibt's sogar eine Ponifizierung von dem zweiten davon, also von Munchie Monk 2. Peckish Pony heißt das. Das ist voll toll. Und generell die Musik dazu ist schön. Und was man hier machen muss, ist auch schön. Man muss nämlich, ja, ich habe ein bisschen mich dazu verleiten lassen, einen anderen Rhythmus einzuschlagen zwischendurch. Ich finde das schön. So. Na, hat doch wieder geklappt. So, jetzt gibt es aber noch die andere Möglichkeit, dass man zwei essen soll. So, wir haben es geschafft, also sollte nicht das Problem werden jetzt. Und jetzt geht's los, jetzt geht der Mönch auf seine Reise. Nicht alles getroffen, aber es müsste reichen. Ich finde das Lied auf jeden Fall so schön. Das hat eine schöne Melodie.
Ja, wie auch immer. Ich finde generell vieles von der Musik hier wunderhübsch. So, jetzt geht's weiter und zwar mit...